Und damit heiße ich euch herzlich willkommen bei The Nightfall. Mal ein kleiner, ne, bisschen Ablenkung von dem ganzen Survival-Kram auf. Ich weiß gar nicht, wie der Planet heißt in Subnautica. Ist ja auch wurscht. Wir müssen auch mal hier weiterkommen, ne? Und ich habe mir jetzt gedacht, so, bevor jetzt Episode 7 bei Subnautica rauskommt, meine Folge The Nightfall. Herzlich willkommen. Ja, also das letzte Mal haben wir ja herausgefunden, dass hier, das war es jetzt mit meinem Licht. Das letzte Mal haben wir ja herausgefunden, dass hier bei diesem, dass dieser Hund, dass die Kinder vermisst sind, dass nur der Hund zurückgekommen ist. Jerry war ja verschwunden und ja. Dann würde ich mal sagen, checken wir hier einfach weiter. Ich durchsuche jetzt nochmal nicht alles, weil bevor nicht irgendwas passiert, weshalb ich durchsuchen müsste, ne, spawnt ja sowieso nichts. Leider. Ich brauche ein Spielmodul, um es zu benutzen. Genau. Das Spielmodul. Und schon bin ich wieder am Durchsuchen. Ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier gerade mal einmal durch. Gucken, ob es irgendwas Neues gibt. Und ja, wenn nicht, fangen wir an, alles zu durchsuchen, ne? Ja. Was mache ich eigentlich mit diesem Lappen? Keine Ahnung. So, dann gehen wir mal hoch. Die braucht immer ewig, bis sie diese Treppe hier hoch ist, ey. So, hallo. Also man könnte ja dieses Bild hier mal so richtig, so wenn man mal nicht daran denkt, so ein gruseliges Bild halt reinsetzen, ne? Könnte man mal machen. So. Na, komm. Hier hat sich auch nichts geändert. Und am ersten Anschein. Es ist schon dunkel. Also, man sieht das hier schon relativ schlecht. Jetzt habe ich auch noch diese eine Lampe, die mich halt bestrahlt. Damit ihr mich einfach in voller Pracht sehen könnt. Die nimmt mir halt auch noch ein bisschen Licht weg, ne? Also blendet halt. Ja, blenden würde ich sagen. So. Na? Ich hab gerade schon aufgedrückt. Egal. Ist ja ein Horrorspiel, ne? Der Horror hier ist. Oh, Streichhölzer. Ja, gut, die kann ich jetzt nicht mitnehmen. Ich habe ja schon 10 Streichhölzer. Der Horror hält sich in Grenzen. Ich dachte gerade, da wäre irgendwas. Lol, Alter. Lol. Das ist doch so eine Eisbahnmusik auch, oder? Ne, der fährt ja auch mit so einem Eiswagen rum, haben wir ja gehört. Ja. War jetzt nicht so lustig. War halt abzusehen. Das wiederum nicht. Spritzt da Blut raus? Bei dem nicht. Bei dem Ballon habe ich mich eben echt erschrocken. Dann war die eben schon hier? Nee, ne? Junge. Komm, Platz. Ja, dann halt nicht. Hier, richtig Party ist ja hier, merke ich schon. Aber manchmal erschrecke ich mich wirklich bei diesen Ballons.
Lol, ich kann ja auch das Licht an- und ausschalten. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hier auch? Also. Plop. Garage ist immer noch zu, ne? Ja. Hier draußen auch irgendwelche Partygäste? Nein? Tja, dann halt nicht. Hallo? Die Tür ist zu. Selbst wenn ich wollte, könnte ich die Tür nicht aufmachen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Leute, schon irgendwas, da steht was drauf, aber ich kann es nicht lesen. Ne, ich kann es nicht lesen. Ja, komm, ist doch okay jetzt. Irgendwas im Kühlschrank? Nö. Komm. Ach, du willst dich platzen. Na. Ja. So viel zu dem Thema, ne? Haben wir den schon gelesen? Ihr mögt Luftballons. Alle Kinder tun das. In meinem Eiswagen habe ich mehr davon. Läuft. Das hat ja relativ gut geklappt. 10 Minuten. Nicht mal. Ja. Gut, wir bleiben unserem Motto treu. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wir suchen Zettel. Gute.